Dynamo TV traf sich mit Patrick Möschel und Sascha Horvath in der Dresdner Neustadt zum Interview. Die beiden sympathischen Neuzugänge aus Österreich sind voller Vorfreude auf die neue Stadt, das Stadion, den Fußball und die Fans. Patrick und Sascha, ihr seid jetzt seit ein paar Tagen in Dresden, habt das erste Testspiel mit euren neuen Mannschaftskollegen absolviert. Wie fühlt es sich an, zum ersten Mal von zu Hause weg zu sein, ohne Familie zu sein? Vielleicht könnt ihr das beschreiben. Ja, ich meine, es ist jetzt für mich kein Problem. Für mich war es immer schon so, dass ich überhaupt kein Problem damit gehabt habe, von zu Hause wegzugehen. Und Dresden ist natürlich eine coole Stadt, die Mannschaft ist super und ich bin einfach nur froh, dass ich hier sein darf. Ja, ich war jetzt in Graz schon gewohnt, 2 Jahre allein zu sein. Aber mein Vater ist jetzt die erste Woche hier, das unterstützt mich halt schon sehr und wegen der Wohnung. Und ja, die Mannschaft ist super, sie haben mich gut aufgenommen. Ich glaube, sie haben uns beide sehr gut aufgenommen und wir verstehen uns eigentlich mit allen sehr gut. Ist dein Papa ein wichtiger Mensch für dich? Ja, meine ganze Familie ist sehr wichtig für mich. Aber mein Papa ist halt, der war halt auch früher Fußballer und der versteht es ein bisschen besser als die anderen vielleicht. Und ja, er unterstützt mich extrem. Er hat jetzt eine Woche Urlaub genommen, damit, dass er die Wohnung machen kann und das bedeutet mir sehr viel. Ja. Patrick, du hast schon angedeutet, wie seid ihr in der Mannschaft angekommen? Hilft es, wenn man einen Landsmann dabei hat, wenn man in eine neue Stadt kommt, in ein neues Land kommt, in eine neue Gemeinschaft kommt? Ist es dann einfacher, sich einzuleben? Nee, ich meine, ich war die ersten Tage auch ohne Sascha hier. Er ist ja später erst angereist und die Mannschaft hat mich von Anfang an super aufgenommen. Und es war überhaupt kein Problem für mich, gar nicht. Ich habe mich seit dem ersten Tag richtig wohl gefühlt hier. Was ist der größte Unterschied zwischen Wien, Graz und Dresden? Vom Fußballerischen her muss ich mal sagen, es ist viel körperbetonter, schneller. Von der Stadt habe ich jetzt wenig gesehen. Die erste Woche ist mal wegen der Wohnung, dass ich alles fertig bekomme und dann schauen wir mal, wie die Stadt ist. Ja. Wie muss man sich Ried vorstellen? Das Stadion kennt man so, wenn man hin und wieder Sky gesehen hat. Das ist ein relativ kleines, ein bescheidenes Stadion. Wenn du dann beim Training hast du ja sicherlich das eine oder andere Mal schon ins Stadion geschaut. Patrick, was sind die größten Unterschiede? Ja, ich meine, Ried hat 12.000 Einwohner. Das ist ein kleines Dorf im Gegensatz zu Dresden hier. Und es ist zwar klein und süß, aber es ist einfach hier eine riesen, also für mich eine große Stadt. Und das ist einfach der größte Unterschied. Und von den Stadien her, in Ried passen 7.600 rein und hier ja, ein bisschen mehr über 30. Und ich glaube, da braucht man nicht weiterreden. Sascha, du hast als 20-Jähriger auch schon einige Profijahre auf dem Puckel. Gibt es Unterschiede zu Wien, Graz, zu Dresden oder ist Profifußball an jedem Standort gleich? Ja, wie gesagt, körperbetont. Also hier wird auch sehr viel Ballbesitz und Passspiel gesetzt. Ja, ich glaube, hier ist schon einiges besser als wie in Österreich. Jetzt nicht Österreich schlecht zu machen, aber ich glaube einfach, dass Deutschland einfach vom Fußballerischen einfach besser ist. Patrick, warum hast du dich für Dynamo Dresden entschieden? Was waren letztlich die Gründe, nach Dresden zu wechseln? Ja, es war schon immer mein Traum, ins Ausland zu gehen, beziehungsweise nach Deutschland, weil einfach der Fußball hier ja, einfach andere Emotionen hat. Die Zuschauer, auch die Qualität, wie Sascha schon sagt, nicht Österreich schlecht reden, aber die Qualität einfach in Deutschland ist viel besser und der Verein hat sich sehr um mich bemüht. Das rechne ich dem Verein ganz groß an und das war dann auch mein Bauchgefühl und deswegen Dynamo. Welche Erwartungen verknüpfst du mit dem Wechsel? Also persönlich, in welchen Punkten hast du gesagt, das will ich in dem ersten Jahr in Deutschland erreichen? Ja, ich will mich natürlich weiterentwickeln. Das ist klar, das will jeder Fußballer und auch das Stadion rundherum, die Fans, das ist natürlich auch ein Riesenerlebnis für jeden Fußballer. Und mein Ziel ist natürlich, dass ich der Mannschaft weiterhelfen kann, dem Verein weiterhelfen kann. Und ja, ich hoffe, dass ich einige Jahre hier verbringen darf. In Graz waren viele überrascht, dass du den Verein wechselst, Sascha. Franco Foda hat aber gesagt nach deinem Abschied, dass er sich sehr gut vorstellen kann, dass du den Sprung schaffst, weil du fußballerisch hier reinpasst. Was verknüpfst du mit dem Wechsel nach Dresden? Ja, ich habe bei Sturm noch ein Jahr eigentlich Vertrag gehabt, aber Dresden hat dann eigentlich großes Interesse gezeigt und da musste ich nicht mehr überlegen, ob ich wechsle oder nicht. Und dann habe ich mir das Stadion angeschaut und dann habe ich gewusst, ich muss wechseln. Hier ist echt geil zum Spielen und ja, ich hoffe natürlich, dass ich meine Spielminuten bekomme, aber es ist ein großer Konkurrenzkampf und jeder wird alles geben, damit das spielen wird. Und was rauskommt, werden wir dann sehen. Was glaubt ihr, was ihr am meisten an Österreich vermissen werdet, Patrick? Ganz vielleicht eher so, wenn ich nachdenke, an meine Heimatort, die Berge. Und, Sascha? Ja, meine Familie, meine Freunde, aber ich glaube, die Freunde werde ich auch hier schnell finden, mit den Mannschaftskollegen und ja, aber eher die Familie. Was war die größte Kulisse, vor der ihr je bisher als Profifußballer gespielt habt? Bei mir war es im Sommer, wie das neue Stadion von Rapid eröffnet war, glaube ich, waren 25.000, 26.000. Bei mir auch, beim Auswärtsspiel gegen Rapid, da waren auch so 24.000, 25.000
Das wäre eigentlich das Größte, ja. Wenn ihr jetzt eure Fantasie spielen lasst und euch vorstellt, dass ihr jedes zweite Wochenende hier im Stadion vor fast knapp 30.000 Zuschauern spielen werdet, was geht euch durch den Kopf? Ich ehrlich gesagt freue mich richtig schon drauf. Ich freue mich auch drauf und ich glaube, jeder wird Gänsehaut haben von uns beiden. Ist das eher, ist es nur Vorfreude oder macht man sich auch so ein bisschen Gedanken, dass es halt auch mit einem Druck verbunden ist, weil eben enges Stadion, ausverkauftes Haus, die Erwartungshaltung der Zuschauer ist hier in Dresden immer groß. Macht man sich da auch darüber auch Gedanken? Ich persönlich nicht. Druck hat man überall im Fußballbusiness. Überhaupt jetzt bei uns in der letzten Saison hatten wir wirklich viel Druck. Und wie gesagt, ich freue mich einfach nur drauf. Den Druck, den macht man sich einfach selber. Und im Spiel blendet man das die Zuschauer und die ganzen Fans sowieso aus. Also ich habe auch eigentlich keinen Druck. Also ich freue mich eigentlich extrem drauf. Ich glaube, wir beide freuen uns einfach, vor so einer Kulisse spielen zu können. Und ja, da freut man sich einfach nur extrem. Ihr könntet die Flügelzange bilden, einer links, einer rechts. Ist das ungefähr das, was ihr euch ausmalt? Ja, ich meine, für mich persönlich wäre es natürlich cool. Ich kenne Sascha auch schon ein bisschen länger und wir verstehen uns richtig gut. Und wenn natürlich bei Dynamo die Flügelzange aus Österreich überstehen würde, wäre es natürlich für mich cool, ja. Vielleicht ein Satz von jedem über den anderen. Was macht den anderen aus in einem Satz? Ja, er ist ein guter Fußballer, er ist ein lustiger Typ. Und ich glaube, wir haben uns gleich ganz gut verstanden, wie wir uns das erste Mal gesehen haben. Und da gibt es gar nichts auszusetzen. Ja, wie Sascha schon richtig gesagt, gleich auf Anhieb. Das erste Mal haben wir uns getroffen, super verstanden. Und auch, ich habe immer Sascha bei Sturm Graz eigentlich in der ersten Elf gesehen, weil er einfach ein unglaublich guter Fußballer ist. Sascha, wann hast du mit Fußballspielen angefangen und warum? Also ich habe begonnen mit 6, 7 Jahren. Und ja, in meiner Familie wird halt Fußball gelebt. Mein Vater hat gespielt, mein Onkel hat gespielt. Also es haben eigentlich schon viele von meiner Familie gespielt. Und ja, deshalb wurde mir eigentlich Fußball eigentlich in die Wege gelegt. Ist der Papa der größte Kritiker? Der Papa ist der größte Kritiker, ja. Bei mir war es mit 8 Jahren. Und ja, mein Vater hat eben auch Fußball gespielt, nur amateurhaft, aber von dem kommt es natürlich auch. Welche Rolle spielt Fußball in deinem Leben, Patrick? Ja, für mich ist Fußball nach der Familie einfach das Wichtigste. Ich bin einfach froh, dass ich den für mich schönsten Beruf auf der ganzen Welt ausüben darf. Gibt ja nicht viele und Fußball steht bei mir, wie gesagt, nach der Familie an zweiter Stelle. Patrick, du bist 24, Sascha, du bist 20 Jahre alt. Wer ist der Bessere an der Playstation, wenn es um FIFA geht? Haben wir uns noch nicht gemessen. Ich spiele kein FIFA. Okay, dann werde ich sagen. Ich glaube, ihr werdet gut in die Mannschaft reinpassen. Ihr habt auf jeden Fall Humor und ja, seid junge Spieler. Wir wünschen euch viel Glück und freuen uns, dass ihr bei uns seid. Dankeschön.